freut mich sehr, dass ihr auf meinem Kanal die neue Anlage anschaut. Auf einer Grundfläche von 1100 x 600 mm baute ich diese H0E-Anlage auf. Habe ja zwischenzeitlich fast alle Standardgrößen in meine Kofferanlagen untergebracht. Aber es fehlte mir ja eine Feldbahnanlage und daher baute ich diese jetzt in H0E. Habe mich auch umstellen müssen, anstelle Retour verwendete ich jetzt Montageschaum. Dieser Montageschaum hatte ja viele Vorteile, füllte ja alle Löcher aus und auch die Oberfläche kam mir sehr gelegen. Jetzt mal erst zu einer weiteren Testfahrt. Jetzt kommt ein Stück Abstellgleis. Klar doch, die Weichen sind elektrisch schaltbar. Jetzt fahren wir mal auf das zweite Abstellgleis. Jetzt darf auch die andere Lorenbahn ihre Fahrt aufnehmen. Ist ja noch immer eine Testfahrt, daher schalte ich die Weiche mit meinen Daumen um. Jetzt folgt gleich eine Pause für den Lokführer. Ja, natürlich gehören noch einige Arbeiten erledigt. Die Anlage ist noch lange nicht fertig. Mittlerweile kommt auch Leben auf die Anlage und auch der Verkehr muss hier geregelt werden. Fast geschafft, bin auf der Zielgerade eingebogen. Das Ende der Bau dieser Anlage ist bald erreicht. Aber vorab noch eine weitere Probefahrt. Klappt. Nur mal so zwischendurch. Diese Anlage hat nur einen analogen Stromkreis. Aber ich habe sie gleich so gebaut, dass auch digitales Fahren möglich ist mit mehreren Fahrzeugen. Okay. Anschlussbuchse, wie immer, bereits eingebaut. Okay. Rückwärts geht auch. Stopp. Alles klar.
Dieses Mal baute ich in der Anlage eine dimmbare Beleuchtung ein. Vielen Dank für das Anschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare.